Hier ist das Remscheider Fernsehen, Tele DMW. Und hier ist die Tele DMW Wocheninfo. Hier ist das Remscheider Fernsehen Tele DMW mit der 82. Ausgabe der Wocheninfo. Im Studio begrüßt Sie Chefredakteur Michael Westkamp und hat für Sie die Sensationsmeldungen der vergangenen Woche bis einschließlich dem 1. Mai 2011. Herzlich willkommen zu Ihrer neuesten Ausgabe der Wocheninfo des Remscheider Fernsehens Tele DMW. Ab Montag, dem 2. Mai, fahren die Züge wieder über die Münchner Brücke. Aber der Remscheider Generalanzeiger hat dafür gesorgt, dass sie leer über die Münchner Brücke fahren müssen, ohne Fahrgäste. Der Ärger hat herausgefunden, dass im Antrag der Deutschen Bahn an das Eisenbahnbundesamt falsche Zahlen standen. Das Leergewicht der Züge war nicht richtig. Aus dem Grunde müssen die Fahrgäste wie gewöhnlich umsteigen auf den Schienenersatzverkehr. Das Ennepetaler Busunternehmen freut sich schon auf Sie. Diese Absperrungen werden in Kürze verschwinden und die Züge werden rollen, aber leer. Bis dann wieder Fahrgäste einsteigen dürfen, werden wohl wieder 4 bis 6 Wochen vergehen. Raudis beschädigten in der Nacht zum Sonntag, dem 1. Mai, mindestens 19 Fahrzeuge, die in der Bergwerkstraße, Rheinzagener Straße, Westhauser Straße und Küppelsteiner Straße zum Parken abgestellt waren. An den Autos wurden unter anderem die Spiegel abgetreten und teilweise die Heckscheiben eingeschlagen. Zeugen, die in Rheinzagen was gesehen haben, sollen sich bitte bei der Polizei melden. Das dritte und letzte Teilstück der Nordbrücke ist am Samstag, dem 30. April, geliefert worden. Natürlich war der Bahnhofstunnel wieder 2 Tage lang gesperrt. Die Autofahrer, die aus Richtung Lennep kamen und Richtung Amtsgericht wollten, mussten wieder Umleitungen fahren. Eine dicke Lücke zwischen den Brückenteilen lässt die ganze Sache etwas unsicher erscheinen. Gefährlich sieht es schon ein wenig aus. Aber da wird bestimmt noch einiges dran gemacht. Genauso wie an dem Drumherum. Das sieht nämlich noch nicht sehr gastfreundlich aus. Es ist mal wieder soweit, Kirmeszeit. Die Maikirmes hat auf. Letzten Sonntag war da ganz schön was los. Die Maikirmes geht vom 29. April bis zum 8. Mai einschließlich. Täglich von 14 bis 22 Uhr. Am Wochenende macht man zwischen 23 und 24 Uhr die Toren dicht. Interessante Karussells erwarten Sie. Natürlich gibt es auch 2-mal Feuerwerk. Einmal am 29. April und einmal am 6. Mai. Der Familientag ist am 4. Mai. Wie Sie sehen, ist wieder der mittlere Platz nicht besetzt. Man geht wieder die Außenrunde. Großen Spaß haben aber auch die Kleinen. Der Remscheider Autoscooter ist wieder da. Ich würde nicht empfehlen, sonntags hinzugehen, denn da ist es ein bisschen voll auf der Fahrbahn. Viel gibt es nicht zu melden. Der FC Remscheid hatte am Montag schon ein Nachholspiel hinter sich gebracht. Er verlor 1:2 gegen Riechrath. Das war am 25. April. Und dann hat der FC Remscheid noch ein Benefizspiel veranstaltet mit dem Lüttringhaser TV. Das war sensationell. Zugunsten der Grundschule Goldenberg. Da gab es ein 27:2 für den FC Remscheid. Wir möchten nochmal ausdrücklich vor der Freiheitsstraße warnen. Da ist Großbaustelle. Die halbe Freiheitsstraße ist nur einspurig. Sie kommen sich vor wie ein Geisterfahrer. Und eine Menge Stau gibt es natürlich auch. Zum Schluss noch die Programmhinweise für Sie. Im Wuppertaler Fernsehen sehen Sie diese Woche noch den Vergleich zwischen der ältesten und der neuesten Schwebebahnstation von Wuppertal.
In einer Woche gibt es einen Bericht über die Karnaper Kirmes. Im Remscheider Fernsehen sehen Sie im Anschluss dieser Nachrichten einen Besuch des Ostermarkts von Remscheid. In der Lehstraße war doch bestimmt dieses Jahr was los. Oder hat es wieder geregnet? Schauen Sie selber nach. In einer Woche sehen Sie den interessanten Film über die Remscheider Maikirmes, versteht sich. Sollte es Ihnen hier gut gefallen, empfehlen Sie uns doch einfach weiter. Ihr Remscheider Fernsehen Tele-DMW ist jede Woche für Sie da. Hier ist das Remscheider Fernsehen, Tele-DMW. Heute gehen wir mal auf den Remscheider Ostermarkt. Aber bevor wir das tun, wollen wir zurückblicken auf 2010. Der Moderator stand ziemlich im Wasser. Das war der Bericht von der Wassermeile Remscheid, auch Ostermarkt genannt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie können hier nicht ohne Sturm hin. Ich hoffe, dass das nächstes Jahr wieder besser wird. Ansonsten bleiben Sie zu Hause, setzen Sie sich vor den Computer und gucken Tele-DMW Remscheid. Die Frage kann ich mit einem lauten Ja beantworten. Das Wetter war bombig. Wir hatten richtig schönes, warmes Osterwetter im Jahre 2011. Und die Alleestraße war voll, die Leute kamen aus dem Häuschen, die Trödler waren zufrieden. Und wir haben sogar beim Schweinsken Orgelspieler gefunden, den schauen wir uns jetzt halt näher an. Ich befinde mich hier auf der oberen Alleestraße, direkt vor dem Zigarettenladen. Hier habe ich einen Organisten gefunden, das ist der Herr Carsten Kronawitter. Spielen Sie öfters auf irgendwelchen Festen, so wie hier in Remscheid am Ostermarkt? Das mache ich öfters, ja. Und muss man da schwer Gebühren für bezahlen, dass Sie hier stehen dürfen, sagen wir mal Standmiete? Oder fragt man, darf ich mal, und die haben nichts dagegen? Ich habe hier einfach mal gefragt. Das waren nette Leute, ne? Ja. Was spielen Sie für Lieder so? Allgemein Unterhaltungsmusik, Tanzen. Tanzmusik, Unterhaltungsmusik. Ja. Sie haben hier eine Versi-Orgel. Wie teuer war die? Teuer. Sehr teuer? Teuer. Ist einer der, wie sagt man so schön, ist ein Mercedes unter den Orgeln, ne? War mal teuer. Also schon älterer. Ja. Gut. Wie lange müssen Sie hier stehen heute noch? Offiziell noch bis 19 Uhr. Bis 19 Uhr geht das hier. Freuen sich die Leute? Macht man da Trinkgeld? Bis jetzt ja. Da haben schon ein paar. Oh ja. 1,70 etwa zurzeit. Wird schon mal geleert zwischendurch, ne? Ja. Ich bin ja nun auch ein Orgelfan und Keyboardfan. Darf ich auch mal mein Glück versuchen? Würde mich mal interessieren, auf so einem Gerät zu spielen. Ja. Oh, das ist nett. Dann probiere ich das mal aus. So.
Sehr schön. So, dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg. Wie alt sind Sie? 43. 43? Wie viele Jahre spielen Sie schon Orgel? Lange gelernt oder seit Kind an? Ungefähr 30 Jahre. 30 Jahre. Noch viel Erfolg. Schönen Dank, Herr Kronawitter. Bei so einem schönen Wetter müssen wir uns natürlich den Rest vom Ostermarkt auch noch anschauen. Wir befinden uns in der unteren Alleestraße, wo es natürlich seit dem 1. April keine Autos mehr gibt. Der Versuch für Autos ist ja beendet. Und hier sehen Sie den Flaggenstand. Und da kommen wir gleich noch hin. Und hier gibt es tolle Sprüche auf Steinen. Und hier gibt es was für den Magen. Heißen Backfisch. Die Kinder können sich ein Flummi oder ein Kaugummi aus diesem interessanten Kaugummiautomat ziehen. Er sieht aus wie ein Flipper, mit dem Unterschied, dass man hier auf jeden Fall gewinnt. Schallplatten kriegen sie an Privatständen. Und es gibt jemand, der hat so richtig Krach gemacht. Leise abhauen, aber vorher 5 Minuten Krach machen beim Warmlaufen lassen, das haben wir gerne. Auch haben wir Ananas gerne. Mögen Sie Ananas? Hier am Ananas- und Obststand gibt es vom frischesten und vom gesundesten. Für nur 1,50 Euro dürfen Sie dieses Obstgetränk einfach mal so in sich zergehen lassen. Ich wollte immer mal wissen, was in so einem Stromkasten drin ist. Jetzt wissen wir's. Stromzähler und viele Anschlüsse. Hat man wohl nicht zugemacht. Dann gab es natürlich auch einen Schuhladen. Da brauchen Sie nicht für ein Allee-Center. Hier gibt es Schuhe en masse. Naja, und ganz merkwürdige Füße. Und diese Flasche Burgbitter werden Sie wohl nicht trinken können. Und hier was Nützliches. Und da habe ich auch was gekauft. Ja, Isolierband, aber gut beschriftet. Vorsicht Glas, Vorsicht elektronische Geräte, alles zerbrechlich, bitte nicht werfen. Solche Rolle kann man gut gebrauchen, sie kostete nur 1 Euro. Vielleicht geht der Paketdienst mal etwas freundlicher dann mit ihrer Ware um. Das Übliche gibt es natürlich auch noch auf dem Trödelmarkt. DVDs, CDs, zu günstigen Preisen, 3 Stück für 10 Euro. Selten bei uns in Remscheid ein Käsestand aus den Niederlanden. Da hat aber jemand eine weite Anreise gemacht. Und zum Schluss kommt noch eine Attraktion für die Fußballer. Wir haben ein Flaggenmobil gefunden. Da schlägt das Fußballherz doch höher, oder das vom Wrestling, oder das vom Alkoholiker. Wer traut sich schon, den Schal Kampftrinker zu kaufen, um öffentlich zu gestehen, dass er alkoholsüchtig ist? Ansonsten bekommen Sie von jedem Verein eine Flagge. Oder, wenn Sie besondere Wünsche haben, auch so eine Geisterflagge von St. Pauli. Selbstverständlich gehören wir alle zu dieser Flagge, der Europaflagge. Die kauft wohl fast jeder. Aber am wildesten sind doch immer noch alle Leute auf die Deutschlandflagge. Ja, habe ich festgestellt. Die ging so einige Male über die Ladentheke. Eine Flagge habe ich total vermisst, und zwar die vom Remscheider Fernsehen. Die hat man da scheinbar nicht. Die Trödler sind sehr zufrieden. Sie haben guten Umsatz gemacht. Die Remscheider sind nicht nass geworden, so wie voriges Jahr. Das ist natürlich auch positiv gewesen. Und attraktive neue Stände gab es scheinbar auch. Wenn Sie mal wieder was Attraktives Neues sehen wollen, schalten Sie doch einfach das Remscheider Fernsehen nächste Woche wieder ein. Hier war das Remscheider Fernsehen Tele DMW. Bis nächste Woche.